So, jetzt bin ich bei einer Lego Carrera Bahn gelandet und neben mir steht der Andy aus Köln, Andreas Oferberg, genauer gesagt. Ja, also du hast ja auch wieder was auf die Beine gestellt hier mit Carrera-Bahn-Autos und Lego in Kombination. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern der Patrick Biel ist auf die Idee gekommen, ja, und druckt praktisch mit einem 3D-Drucker die Chassis, um Carrera-Autos praktisch auf der Bahn fahren zu lassen. Oben halt Noppen. Ja, und dann kann man oben auf der Fantasie freien Lauf lassen, was man bauen möchte. Ich bin dann so meinem Stil treu geblieben in Richtung Lego Friends. Gab ja die Lego Racer Serie, die ja etwas länger gelegen hat, so ungefähr. Und dann haben wir diese Strecke zusammengebaut. Genau, das war der Grundidee. Also ich sehe, es sind ja hier sehr viele Details. Du hast ja auch gesagt, Friends, ne? Der Hardlake von Hardlake City muss ja dabei sein, ne? Natürlich muss der dabei sein. Bei Friends darf der Hardlake City nicht fehlen. Und so haben wir den natürlich auch hier eingebaut. Natürlich mit der Hamburger Bar, hier den Werkstattbereich, ebenso wie die Schauspielertribüne. Genau, das kommt. Was interessant war, als ich dann nochmal in die Serie reingeschaut habe, habe ich ein Sonderset nochmal mit kleinen Karts-Autos, wo dann Tiere drauf fuhren. Oh, und dann haben wir natürlich hier noch eine Kartbahn mit den Tieren, nochmal ein paar Autos gebaut, reingebaut. Und ich sehe, du hast ja auch hier oben so einen kleinen Bildschirm noch da drauf. Was wird denn da gezeigt? Ist das eine Kamera oder sind das wirklich Filmausschnitte, die da... Also bis jetzt haben wir immer nur Videos praktisch, beziehungsweise Bilder. Der Patrick hatte auch schon mal eine Aktion, wo die Kinder dann die Autos selber bauen konnten und dann fahren durften wohl, aufgenommen. Und jetzt natürlich auch von den aktuellen Modellen einige Aufnahmen gemacht. In Dortmund hatten wir die Bahn schon stehen, aber war eine Grundplatte kleiner in der Tiefe. Und dann hatten wir nochmal überlegt, Carrera-Maß und Lego-Maß passt besser zusammen, vor allem für den Transport. Das ist ja immer ganz wichtig, weil ich da nicht einen halben Tag aufbauen muss, sondern eigentlich die Bahn innerhalb von einer halben Stunde, Stunde steht und man dann loslegen kann. Also ich habe ja schon ein bisschen den Aufbau mitverfolgt. Also es war schon, habe ich gesehen, es ist schon eine Arbeit, ne? Das Ganze hierher zu transportieren, aufzubauen. Wie lange plant man sowas im Voraus? Also der Patrick hatte mich vor ungefähr einem Jahr angesprochen, ob einer Lust hat, um eine Carrera-Bahn im Prinzip Lego zu bauen. Ja, und wie gesagt, da mein Thema immer wieder Lego Friends ist, habe ich dann gesagt, ja, mache ich. Und auch dann einfach wichtig, erstmal zu überlegen, wo lagere ich das? Wie lagere ich das im Prinzip? Weil es steht ja 90% der Zeit rum. So, und dann ganz wichtig, wie transportiere ich das? Einfach, es nützt mir nichts, wenn ich große, tolle Anlage und sie gar nicht durch die Tür bekomme, so ungefähr. Also direkt modulbauweise, dass man an gewissen Punkten es zusammenbauen kann. Hier drunter die Technik direkt versteckt ist im Prinzip, beim Abbau auseinanderzieht, wenn man sie da aufbaut, zusammensteckt. Ja, am Freitag aufgebaut, da hatte ich nicht mehr so richtig Lust. Am Samstagmorgen Auto draufgesetzt, eingeschaltet, funktionierte. Dachte ich. So soll es sein, ne? Ja, genau so darf es sein, richtig. Genau, ich sehe MBFR, ihr seid ja aus Dortmunder Raum oder Kölner Raum, da die Ecke, ne? Ich würde uns definieren vom Köln bis Hamm hoch im Prinzip. Waren ja der erste Lego-Verein in Deutschland und haben jetzt praktisch Dortmund auf der Intermodellbau. Sind wir auch wieder im April nächsten Jahres und dann wieder was Nettes ausstellen. Die verschiedenen Modelle, die unsere Mitglieder bauen und natürlich uns auch über Gäste dort freuen, die dazukommen.
Genau, also wenn es euch interessiert, schaut mal rein in der Intermodellbau in Dortmund am 18. bis 21. April 2024, stimmt's? Ganz genau. Und unsere Internetseite mbfr.org. In diesem Sinne, danke fürs Interview und viel Spaß beim Rennen. Ja, ich danke dir auch vielmals. Ne? Ciao, ciao.